Langführt. Also muss ich tatsächlich noch weiter nach hinten raus. Wenn ich den langen Weg gehen will. Ich meine, man kann ja immer noch da den Fußweg nehmen. Aber da wird zu dem Henker theoretisch ja. Also mein Freund, um die Uhrzeit. Um die Uhrzeit, mein Freund. Das ist echt eine doofe Idee. Ich meine, jetzt siehst du wenigstens schon ausgeraubt aus. Würde dich auch keiner weiter stören. Oh, guck mal, da ist sogar ein Bildstock passend. Okay. Komisch, ich dachte, hätte ich auch etwas gesehen, aber habe mich anscheinend vertan. Na gut, ich hätte nur noch ein Stück weiter gemusst. Das wäre gar nicht so viel weiter gewesen. Mit dem Vogt reden. Ja. Ja. Wo ich noch mal hin wollte, war Wächter, das war den ich. Umgehauen hatte? Eine Schnellmaus ist das echt doof. Was machen die denn da draußen? Aufschließen. Das hat sich den Schlüssel dafür. Na gut, das war nicht unbedingt der Plan. Wer bist du denn? Oh, das tapfere Schneiderlein. Und die Wache kommt wieder. Heimlichkeit, neue Stufe verfügbar. Spieler, Heimlichkeit. Den wagemutigen Schein brauche ich nicht. Allerwelts Gesicht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Weil ich den ganzen. Warum habe ich überhaupt so eine Armrüstung an? Ach, weil meine andere geklaut war. Ja, da war was. Geräusche sind 34. Fünf.
Ich war's nicht. Kommt ja noch einer. Da liegt einer. Shit, egal, das interessiert nicht. Aber oh, du bist die Händlerin, ne? Ja gut, die interessiert sich tatsächlich dafür. An den komme ich nicht ran. Mal sehen, hat einer die Tür zugemacht? Nee. Okay. Die Wache ist wieder weg. Kommt er? Auch nicht. Ah, doch, da kommt er. Blöder Hund, jetzt nicht aufhörst, mir im Weg rumzulaufen. Zu mir. Warte hier auf. Bleib. Dann hoffe ich mal, dass ich genug Zeit habe, ohne dass die Wache kommt. So, der hat hier natürlich nicht unbedingt was rumliegen, außer Rohmaterial. Okay, die Wache ist nicht zu sehen. Und irgendwer hat mich jetzt gesehen. Damit. Irgendeinem Grund, der mich jetzt gesehen oder es mitbekommen. Ich habe eine Chance, das brauche ich nicht. Sechster Sinn. Gut, es wird mir jetzt mehr Zeit bleiben zum Fliehen. Ach, ich habe ja immer noch den Schlüssel vom jungen Hanusch, ne? Das ist der Weinkeller. Zu kompliziert, finde ich auch. Nicht gut. Der mit dieser Schneider, der geht mir so auf den Keks. So misstrauisch.
Der Waffenknecht. Hm, habe ich was Gestohlenes dabei? Ich dürfte eigentlich nichts Gestohlenes dabei haben. Yep, nichts Gestohlenes dabei. Weiß nicht, verfallen wird sie ja wohl nicht. Meine Strafe. Ich kann ihn noch nicht mal. Oh. Cabons Schlüssel. Ist echt verrückt, dass mich jetzt keiner verhaften will, obwohl ich mich gerade freiwillig dahin. Naja. Ja. Das Pferd vom Carpon? Oh, wenn ich vielleicht... Wenn ich ohne Fackel durch die Gegend laufe... Hey du! Es ist verboten hier in der Nacht... Und jetzt? Nur Banditen schleichen ohne Licht im Dunkeln herum. Wo ist deine Fackel? Find's tatsächlich witzig. Du wie ein Strauchdieb im Dunkeln herum. Laut Gesetz muss jeder bei Nacht ein Licht tragen. Lauf! Ist irgendwen interessiert? Oh, habe ich... Jetzt müsste eigentlich ja... Vorgespeichert hatte ich jetzt auch nicht, ne? Nope. Will sich echt keiner weiter beschwimmen. Mann, Leute, ihr seid ja auch. Was seid ihr denn für Helden? So, und jetzt gehe ich ohne Licht in die Stadt und nach 2 Metern werde ich verhaftet. Naja, anscheinend werde ich nicht verhaftet. Ich werde auch nicht zu einer Geldstrafe verdonnert.
Keine Ahnung. Oh, dann bin ich jetzt mal auf den schwarzen Peter. Oh, auf den schwarzen Peter gespannt. Gut, dass ich dran gedacht habe. Oh, ja, ich könnte auch noch mal gucken, ob jetzt meine anderen Armpanzer, die jetzt besser sind als den Blödsinn, den ich jetzt an mir habe, mittlerweile von ihrem gestohlenen Status weg sind. Rüstung. So, haben wir sie. Rüstung. Ja, ja. Weiß nicht, das hat ein... Oh, es ist beschädigt, deswegen. Aber es hat Goldränder. Deswegen nehme ich das. Und... So. Und da. Das habe ich verschoben. Schade, dass das andere Ding immer noch. Oh, jetzt könnte ich aus dem Pferd auch noch den Schnaps rausnehmen. Nummer 2 ablegen. Und ich bin zu schwer wegen ein bisschen Rüstung. Ah, whatever. Oh, ich habe ja noch die hier. Okay. Dann habe ich ein bisschen was aufgebraucht. Bin immer noch zu schwer. So. Hier hat er mich das letzte Mal angegriffen, der Kerl. Vielleicht ist er jetzt auch am Schlafen. Vielleicht überfällt er mich auch ganz woanders. Wer weiß. Ach, bin ich schon gespannt auf die nächsten Turniere. Naja. Gut. Dann gehen wir mal zum Herr Ratzig und teilen dem mit, was wir rausgefunden haben. Abgesehen von der Tatsache, dass wir vielleicht schon das Banditenlager ausgeräumt haben. Wer weiß. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einige Ohren abgeschnitten. Ich müsste immer Detschko. Gut, ich wollte eh. Stimmt, ich wollte ja in das komische Lager von denen da rein. Das ist ja dann... Da ist der Fluss, da ist der Wald. Hatte ich das Lager nicht schon mal gesucht gehabt? Aber da müsste das auch als Lager verzeichnet sein. Gut, hier läuft die Nummer dann beim Scharlatan. Wenn wir die endlich aktiviert haben, irgendwann...
Wo hast du die Jagdgebiete? Die zwei direkt nebeneinander waren. Oh, ich sehe ein Feuer. Aber... das ist ein Haus auf der anderen Seite. Oh, ich sehe die hier. Das heißt, ich bin nicht so weit weg vom Lager. Tatsächlich bin ich überhaupt nicht weit vom Lager. Stärke 11. Oh, ich kann nicht spurten. Ich sehe ein Feuer, was sehr viel erhält. Hey, verpiss dich da! Das ist nichts für deinesgleichen. Hey, hey, hey. Guck mal einer an. Monsterstrauch, Jagdbogen. Huftzig Rehfleisch. Heiland der Welt. Überall liegen Häute rum. Ob ich die einsammeln kann? Vermutlich nicht. Schlafen und speichern könnte ich hier. Ich bin tatsächlich hungrig. Getrocknete Birnen. Das ist natürlich nicht zubereitet. Dörrfleisch kann ich auch essen. Oh, ich habe die Kette weggegeben. Naja. Naja. Oh, ich habe die Beinlinge, die Schuhe durch Beinlinge ersicht. Ersetzt. Schlafen und speichern wir mal ein bisschen Energie. Kann ja nicht schaden. Bevor wir weitermachen. Wow. Wow. Du bist echt lange schlafen. Ah, guck mal, meine Energie ist schon auf 100. Länger hätte ich gar nicht schlafen müssen. Was haben wir denn jetzt hier noch eine Nachricht? Ah, gewonnen. Natürlich. Cool. Bin ich natürlich hungrig und eigentlich würde ich jetzt sagen, ich mache mir da was am Feuer, aber es geht ja nicht.
Aber dafür kann ich ganz einfach zum Müller runtergehen. Na gut, ich würde mir wahrscheinlich auch wehtun, wenn ich da runterspringe. Das ist jetzt die Frage, kann ich an dem Wehr entlang oder nicht? Normalerweise kann man auf einem Wehr gehen. Ich meine, mit den Metallschücheln wäre das natürlich nicht ganz optimal. Und ich habe mich verletzt. Aber theoretisch müsste ich hier auch rübergehen können. Sieht gut aus. Oh, der Stausee ist das genau, dass da in die Mühle Wasser reinläuft. Naja. So, beim Müller sollte ich ein Feuer finden, um Essen herzustellen. Also um das Fleisch zuzubereiten und dann was davon zu essen. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, ja. Hallo Müller. Ich helfe. Ich schätze mal, du kommst recht. Und alles klar. Nein, da. Sicher. Danke. Alles gut. Ach, Sprachbarriere. Da, genau, ja. Finde einen Übersetzer. Ich komme nicht in dem seine Hütte rein. Lass mich jetzt verarschen. Lass doch nicht den Sack vor lauter Aufregung fallen. Oh, das ist aber auch nicht mehr gut. Na gut, ich habe auch geschlafen, halbe Ewigkeiten, das Zeug ungekühlt. Nahrung. Oh, jetzt habe ich zu viel gegessen und eine Lebensmittelvergiftung. Bingo. Ich meine, der Müller weiß, dass ich vom anderen Müller... Hoppla. Ich vom anderen Müller geschickt wurde. Ich sollte wissen, worauf er sich einlässt. Da werden die Klamotten drin liegen, wenn sie schlafen. Komm, wo ich hier hinkomme. Oh, Stall. Jetzt steht dann gleich der Helfer wieder hinter mir. Obwohl,